Also willkommen zurück, da steht jetzt auch nochmal zu Let's Play Sumo Galaxy. Wir hatten zwar schon die Credits gehabt, aber ich meine, es gibt noch ein paar Schabernack-Kometen zu holen und ja, jetzt wissen wir erst, dass es auch noch Lila gibt und also wir wussten ja schon vorher, dass es Lila gibt, aber jetzt halt erst, nachdem man Bosa wohl besiegt hatte. Naja gut, willkommen zurück. Ich wusste, dass du schließlich zurückkehren würdest. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. Diese Zahl steht für die Sternenkraft, die du noch brauchst, um in eine andere Welt zu gehen. Eine andere Welt. Dort wirst du dir selbst begegnen. Aber bist du das wirklich? Du? Ja, das hat jetzt noch gefehlt. Und hier fängt schon an mit Terrasse, wie man da oben sieht. Hey, jetzt hat er verwechselt. Naja, gut. Gut, fangen wir mit der Terrasse an. Wenn das hier die Terrasse ist. Ja, genau, das ist Terrasse. Ja, 100 Lila Münzenkometen gibt es jetzt nur zu holen. Das sind jetzt die längsten Missionen. Das könnte jetzt noch mal ein bisschen sich hinziehen. Aber gut, wir haben Zeit. Und zwar in der Eierplanet-Galaxie ist hier nämlich einer mit Anflug auf Lila Komet. Ich bin wieder euer Ninja Shitendo und Dankeschön, dass ihr noch eingeschaltet habt. Nicht zu vergessen zu sagen, im Anflug auf Lila Komet. Die Lila Münzen im Eiersternhaufen. Ach Mensch. Ja. Es gibt jetzt nämlich 100 Lila Münzen versteckt in der kompletten Mission. Also, wow, das ist jetzt viel auf jeden Fall. Aber das Gute ist, man hat keine Zeit. Ja, keine Zeit. Gut, in der Mission hat man hier schon mal keine Zeit, das ist gut. Gut, ja, 100 Lila Münzen, man hat sich gedacht, ja komm, 8 rote Münzen brauchst du nicht mehr. Komm, wir übertreiben mal mit 100 Lila Münzen. Ja, und das haben sie auch getan. Naja, gut. So, fangen wir erstmal hier normal an. Erstmal hier nochmal, erstmal will ich hier rein. So. Ah, hier geht's auch schnell los. Lila, lila, lila. Aber gut, das ist einfach hier so ein Weg. Ja, das wird später noch etwas schwerer. Obwohl eigentlich auch nur einsammeln, aber halt, ja, ich glaube, ihr denkt schon, also. Ja, sind nicht mehr so einfach verteilt. Das wollte ich damit sagen. Bum, 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 bum. So, nochmal hier nochmal durch. Da will ich nicht rein. Perfekt. Ja. Das ist ja eigentlich gerade wirklich einfach. Einfach einsammeln, einsammeln, einsammeln. So, und nächster Sternring. Das ist echt einfach. So, und jetzt nochmal schöne 10er-Pakete. Gut, jetzt sind wir einmal rum. Das heißt, wir nehmen jetzt auch noch die anderen Sternringe mit. So, und zwar einmal hier. So, wenn wir hier ein geleistet denn? Ah, hier nochmal. So, so, so. Okay, jetzt werden wir hier hingeleitet. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, das heißt, wir gehen jetzt wieder hier durch. Bam. Alles ist jetzt hier eigentlich echt einfach. Macht doch Spaß, die Mission. Aber es wird noch schwerer mit den 100 Münzen. Keine Sorge, das wird noch schwerer. Ach, jetzt sind die letzten. Nein, nicht die letzten. Fast die letzten. Gut. Einmal müssen wir nochmal fliegen. Dann hätten wir gleich alles geschafft. Aber wo ist denn hier mein? Wo bist du denn? Hier bist du. Einmal rein, hier mit dir. Ja, da ist auch schon unser letzter Sternring. Da ist er. Oder waren wir schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Und bam. Ja, und das war's. Das war, wie gesagt, nur wirklich sehr einfach mit den 100 Münzen. Aber ich glaube, das sollte es am Anfang erstmal sein, damit man sich so ein bisschen eingewöhnt. Was, 100 Münzen? Sind viel zu viele? Kann doch nicht schwer werden. Aber wir haben es erstmal gezeigt. Nein, das ist erstmal einfach. Noch einfach. Gut, das hätten wir dann. Du hast einen Stern erhalten. Eierplanet Galaxie, die Ledermünzen im Eiersternhaufen. Galaxie komplett speichern, natürlich. So, gespeichert. Das ist schön. So, dann schauen wir mal hier. Wo ist denn der nächste? Haha, wieder an der Terrasse. Ich glaube, Bienenkönigreich war das. Na gut. Um uns hier auch noch. Also wie gesagt, der Anfang ist noch leicht hier. Also das kann jetzt noch schnell gehen. Aber später, da dauert glaube ich wieder eine Mission so. Ja, ich würde mal sagen, echt ein ganzes Video. Aber werden wir ja dann sehen. So, nächster lila Komet. So, im Anflug auf lila Komet. Die lila Münzen der Honigbienen.
Das ist, wie gesagt, jetzt merkt man, oh, jetzt muss ich ein bisschen schauen. Ja, das müssen wir wirklich. Aber wie gesagt, man hat kein Zeitlimit, man kann sich hier Zeit lassen. Ja, fangen wir mal an. Die ersten fünf. So, hier nochmal ein paar. Jetzt haben wir schon 10. Ein Zehntel haben wir schon. Dann ist hier nochmal eine Münze. Die kann auch fies sein, wenn man das hier nicht weiß. Aber gut, wir wissen es ja. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal unten an. Okay, das hier ist irgendwie auch fies. Was machst du? Wow, Mario, ganz locker. So, bam. Gut, machen wir mal hier. Gut, hier kommen wir dann später mit rüber, aber das wollen wir jetzt noch nicht. Erstmal hier als auf der Insel abfrühstücken. So. 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 Dann haben wir hier nochmal ein paar Münzen. Ja, ein paar ist gut. Hier sieht man ja nur ganz viele von. Ah, auch eingesammelt. Perfekt. Na los, weiter. So, dann hätten wir hier nochmal ein paar Münzen. So, 28 haben wir schon. Sind hier unten denn auch welche? Ja, sind Tatsache welche. Und zwar hier 2 Stück. Da habe ich gerade auch noch hinten. Ich sag mal, da die Münze, ist die nicht fies. Also die kann auch fies sein, aber ich weiß, ey. Und hier unten noch was? Oh, was ist denn gerade los? Nachbarn machen gerade wieder lustig, weil ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Aber naja, gut. Ist hier noch was? Ah, hier noch links? Ne, hier ist eine normale Münze, okay. Und ich würde dann vorschlagen, wir gehen mal rüber. Dann haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt. So, hier nochmal. Lalalala. Okay, das hat mir jetzt nicht viel gewartet, aber hey. Das ist auch nochmal etwas fies. So, hier drauf nämlich. So, jetzt rutschen wir noch einmal runter. Perfekt. Dann gehen wir mit der Ranke hier nochmal hoch. Boah, wo die ganzen Münzen noch sind, ey, oh Mann. Schade, dass man hier den roten Stern nicht hat, das wäre irgendwie lustiger. Aber gut. Müssen wir wohl damit leben. Na, hier nochmal ein paar Münzen. Boah, ich habe am Ende fehlt eine Münze, das ist immer so eine Bitterliste. Aber es gibt auch später Missionen, da gibt es nicht nur 100 Münzen, da gibt es sogar 110, 120, 130, meinte ich. Aber das ist dann auch gerecht. So, bam, hier gibt es auch nochmal eine Brücke, die brauchen wir auch noch. Aber erstmal hier den Wickler. Na komm, Wickler. Löse ich dich mal. Auch wenn es nicht schön ist. Dann gibt es hier nochmal einen Dreier. Dreier Münzen. Ja, die drei Münzen hier. Hier nochmal eine Münze. Wow. War etwas knapp. Okay, gut. 54 haben wir. 46 fehlen noch. Was passiert denn hier? Ach so. Ja, das ist irgendwie, ja, das ist, ja, naja, gut, egal. So, dann müssen wir jetzt hier noch das machen. Da sind auch noch mal ein paar Münzen versteckt. Überall sind hier Münzen. Ach komm, der Tanker wollte ich hinkriegen müssen hier. So, hier nochmal. Boah, da sehe ich auch gerade wieder welche, ey. So, hier nochmal ein paar Münzen. Und hier. Überall Münzen. Zack, zack, zack. So, dann haben wir noch mal ein paar Münzen. Jetzt müssen wir hier oben rauf. Oh, da unten muss ich auch noch hin. Oh nö. Ich glaube erstmal hier oben erstmal wieder als abfrühstücken. Oder als abräumen. Und das hier ist echt richtig fies, oder nicht? Also das hier ist echt, wow. Schon nicht ohne. Ach, runter geht das Ganze ja auch noch, ne? Muss ja. Aber es muss ja einen Rückweg geben. Denn man hat hier eine Röhre.
Und eine Röhre. Und vor allem, man kommt ja auch gar nicht mehr zurück, weil es ja da abgeschlossen wurde. Ach komm, was war das denn jetzt, Mario? Nochmal. Zack. Hallo. Rückwärts, das, fertig, so. Okay, da hinten ist ein Leben. Da ist die Kamera eigentlich gerade so weit außen, naja gut. Wenn das Spiel meint, wir brauchen eine weite Kamera. So, und hier rüber. Hier gibt es auch nochmal gleich ein Leben. Ja, lustige ist, hey, den ganzen Weg zurück. Oh, erstmal hier durch diesen blöden Honig latschen. So, hier ran. So, jetzt kann erstmal nichts mehr passieren. Und jetzt müssen wir wieder zur Röhre zurück. Die hat man aber auch da oben platzieren können beim Leben. Anstatt hier unten. Aber gut. Damit sie vielleicht nochmal ein bisschen schwerer haben wollen. Naja, gut. Jetzt sind wir wieder hier. Also ich muss nochmal den blöden Weg hoch. Obwohl, da gibt es ja noch eine Röhre. Wo führt die mich denn überhaupt hin? Wo führst du mich denn hin? Genau dahin, wo ich nicht hin wollte. Das ist aber schön. Super. Das war unnötig. Wieso führt denn die Röhre da bitte hin? Das war total unnötig. Egal. So, und hier ran. Lalalalalalala. So. Aber trotzdem müssen wir, sind wir in Erkenntnis. Ein paar Münzen fehlen noch. Genau so sagen 16. Heißt, wir gehen hier nochmal. Oh lol. Alter, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Wäre nicht so schön gewesen. Kann man ja hier auch das Schild lesen. Hey, mein Name ist Schildfried. Wenn du diese Wand erklimmen willst, okay, das ist echt das gleiche. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie neuer Text. Das wäre irgendwie lustig gewesen. So, so, so. Hätten wir das. Wow. Diese lustigen Dinger geben also Sternteile. Okay, gut zu wissen. So, dann gibt es hier nochmal ein paar Münzen. So, du weg. Jetzt muss ich aufpassen, nicht runterfallen. Perfekt. Wäre hier nicht Luigi zum Glück. Obwohl, ist ja nur ein Super Mario Galaxy 2. Ne, hier gab es ja auch Luigi. Genau, nicht vergessen. Hier gab es ja auch Luigi. So, hier nochmal ein paar Münzen. 93, 94. Ende? Wie Ende? So, jetzt ist das Lustige. Mir fehlt noch ein ganzes Päckchen Münzen. Hat denn einer die gesehen? Mir fehlen Münzen. Genau 6 Stück. Wow, boah, ich dachte jetzt echt. Kann ja eigentlich nur noch oben sein. So ist es auch. Oben sind sie. Oben sind die Lümmel. Na los. Nochmal hier. Und bam. Und nochmal hier hin. So, hier ran. Nochmal Wandsprung. Wand, Wand, Wand. Dann nochmal hier hoch. Aber wo ist denn hier bitte was? Ach, hier. Da muss ich aber leider feststellen, fehlen mir immer noch 3 Münzen. Boah, ey. Jetzt kommt nämlich dieser Mist, wo sind die letzten Münzen? Boah, wo sind jetzt die letzten? Münzen, wo seid ihr? Oder sind hier, haben sie echt unten irgendwie? Nö, haben sie nicht. Weg. Weg. Och komm, wo sind jetzt die letzten Münzen? Ja, wo könnten denn noch welche sein? Oh, guckt mal da. Gefunden. Heißt, wir gehen hier durch? Na, geht ja nicht. Och nö, geht nicht. Och nö, muss ich jetzt wirklich... Ich muss wirklich den ganzen Weg zurück, dann nochmal da hoch und nochmal, ja.
Ja, na gut. Machen wir halt nochmal hier an die Ranke. Ranke, Ranke, Ranke. Und runter. Dann nochmal hier rüber, übers Wasser. Hat nämlich nicht geklappt. Doch, hat geklappt. Perfekt. Dann hier Stammattacke, hier hoch. Jetzt hier nochmal hier Wandsprung bei Schildfried machen. Boah, ich denke immer wieder, der fällt runter. Aber macht er ja zum Glück dann doch nicht. Na los. Hier, hier. Und hier. So, wo sind wir jetzt hier? Ach, hier drinnen waren die. Heißt also, ich muss da hoch. Boah, ey, das ist hier richtig gefährlich. So, und da sind unsere letzten drei Münzen. 1, 2, 3. Das war's. Jetzt nur noch zurück. Ob mir ja auffällt. Guck mal, ist ja hier so, was hat denn das Wasser? Weil hier so schlecht rüberkommt. Ha. Man sieht aus wie so ein Spiegel. Naja, gut. So, nochmal hier zurück. Also hier runterrutschen, kann nichts passieren. Uff. Und eine Punktlandung in die Röhre. So muss das. Jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr sterben, außer durch große Dummheit. Nehmen wir hier noch das M mit. Und hier hin. Und damit wäre hier unser Stern. Ja, Leute, würde ich auch vorschlagen, was das von diesem Video hier. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir haben jetzt wieder als Let's Play so mal Gexy German. Die Jagd nach den letzten lila Kometen. Ja, gut, so wird es nicht heißen im Titel, aber das müssen wir jetzt vielleicht noch machen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sei schau. Euer. Warte, was ist denn jetzt hier für eine Steuerung? Euer Ninjashi. Dendo.